Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die hat es mir zerschossen. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Das ist schon ein bisschen her. So, hier haben wir es. Übersetzer kalibrieren, genau. Wir haben ja unsere Position trianguliert. Irgendwie so. So konnte Artemis, oder konnten wir wieder Kontakt mit Artemis aufnehmen. So, Artemis hat voller Vorfreude auf das Treffen Aufzeichnungen über die Sterne gesammelt, die von seiner Welt aus sichtbar sind. Er möchte, dass ich diese Karte zu einer Raumstation bringe und eine Route für ein Treffen berechne. So, wir sollen jetzt mit verschiedenen Lebensformen kommunizieren auf einer Raumstation, um zu gucken, ob irgendeine von diesen Lebensformen diese Sternenkonstellation kennt, wo er sich befindet. So. Ja. Also, wie gesagt, in der letzten Folge war nur ein bisschen Ressourcen sammeln und habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Es tut mir leid. Ich habe jetzt den ersten freien Sonntag seit 3 Wochen, das erste freie Wochenende. Den ersten freien Tag, so. Gestern Samstag habe ich jetzt auch den ganzen Tag verpennt. Es tat einfach mal wieder gut und ich bin noch nicht so ganz wieder da, aber naja. So, wir haben Neuigkeiten für Nada. Also würde ich sagen, guck mal eben, was die Antriebe so, Startschubdüsen. Wir haben nichts. Das ist natürlich gut. Ich schätze mal, einmal starten können wir noch. Tatsächlich. So. Oh, da haben wir die Anomalie. Das ist gut. Oh, nochmal hier schnell. Achso, ja. Hier ist Raumstation. Achso, ja, gut. Wenn das so schnell geht, dann ist das natürlich wunderbar. Piu, 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 piu. Hallo? Okay. Na. Und hier auf dem Weg nochmal ein bisschen Ressourcen sammeln. Kleines bisschen haben wir gefunden. Hallo? Ah, okay. Gut. Wollen wir hier einmal die Infos an Nada und Polo Freund übermitteln, überbringen. Und dann... Oh, wir stehen aber nicht mittig auf der Plattform. Hallo? Das gefällt mir aber nicht. So, sprich mit Polo und andere Lebensformen an Bord der Anomalie. Polo hat Koordinaten für schwarze Löcher und Atlasstationen. Die Reisenden Helios und Ares bieten Nanit an. Ja. Ja, würde ich jetzt direkt mal hier... Ares. So, der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet sich selbst. Ich werde helfen. Ein Tausch. Fortschritt für Fortschritt. Oder vielleicht Reichtum, Erfahrung oder Materialien. Beides wäre möglich. Heute Sturmkristalle. Ja. Wollen wir mal gucken. Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Das weiß ich nicht. Bitte nimm das. Alter. Er freut sich. Super. So. Kronos. Scheiße. Und? Steh nicht einfach so herum. Sehe ich etwas so aus, als hätte ich zu viel Zeit? Zeig mir, was du dabei hast. Gar nichts. Tschüss. Riecht an mir und versucht, die Gegenstände in meinem Rucksack zu erschnüffeln. Nein. Vielen Dank. Aber nein, danke. So, du. Helios, da ist er doch. So, ah, junger Reisender. Du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse sie so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit einer alten Seele und teilst ein paar deiner Abenteuer mit mir? Noch einmal möchte ich die Kreaturen spüren, mit denen wir zusammenleben. Bitteschön, mein Guter. Vielen Dank, Kleiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Okay. Okay. Gut. Können wir mit,
Können wir mitleben. So. Mal gucken. Wo haben wir denn? Hier war das. Doch, hier war das. Gut. Hallo. Korvax-Konvergenz sehnt sich in jedem Universum nach. Nicht konformer Nada-Hülle. Man würde mich töten, reisender Freund. Nada muss widerstehen. Nada gefällt Nada. So wie Nada ist. Alter, was ist das? Gut. Was haben wir denn hier? Da können wir nichts mit machen. War das hier Polo? Es ist Polo. Specialist Polo. Nach Artemis fragen. Okay, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was er noch so angeboten hat. Ja, wie gesagt, das mit den schwarzen Löchern und so würde ich gerne erst später machen. Da können wir nicht durch. Es gab doch irgendwo hier diese Orte, wo man... Hallo? Tethys? Tethys? Okay, gut. Er will nicht. Mal, mal gucken. Portal. Jo. Okay. Das geht immer noch nicht. Huch. Wo war denn? Wo war denn, wo war denn, wo war denn? Ich bin gerade hier war das. Gut. Wir müssen einfach nur hier rein und dann rechts. Alles klar. Wollen wir mal gucken, ob wir uns irgendwas Neues leisten können, wa? Der hier. Celine mit deiner komischen Schlabberzunge. Ich habe geflüstert über dein Eintreffen gehört, neuer Reisender. Ich habe das Singen der Drohnen vernommen. Ihre abgehackten Stimmen im Einklang über eine frische Anomalie sprechen hören. Ich werde dir helfen. Das ist sehr freundlich von dir. Wir werden einfach mal schauen, was wir uns leisten können. Gefahrgut, Schutzhandschuh. Ja, alles klar. Nehme ich. So. Ja, weiß ich doch. Gott. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder so ein bisschen rumfummel, aber... Luftschubantrieb. Okay, das ist alles das Jetpack. Verbesserter Übersetzer. Schildgitter. Ist das fürs Raumschiff? Nein, das ist... Achso, das ist ja alles für Exo-Anzug. Ja, ja, klar. Eigentlich brauchen wir alles, ne? Komm hier. Das ist erstmal wichtig. So. Warte mal. Was war das hier nochmal? Konstruktionsforschungsstation. Alles klar. Zylindrischer Raum. Wir haben nur zwei geborgene Daten. Das ist zu wenig. Großer Keil. Gut, damit können wir wahrscheinlich... Ja, Betonwand ist... Beton ist, glaube ich, besser als unsere Holzkonstruktion, wa? Betonbodenplatte. Läuft. Läuft, würde ich sagen, läuft. So. Bist du Raumschiffforschung? Das ist gut. Vielleicht können wir ja hier ein bisschen den Lagerraum verbessern. Teleportempfänger. Instabilitätsantrieb? Ein sehr fortschrittliches Upgrade, Entschuldigung, für den Impulsantrieb, das die Treibstoffeffizienz stark erhöht. Ja. Okay. Weißt du, dann würde ich gern... Okay, das nervt jetzt ein bisschen, dass man das immer wieder, ne? Startschubdüsen würde ich gerne upgraden. So. Das ist gut. Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Entschuldigung. So.
Was haben wir denn noch so? Raketenwerfer, große Raketen, nicht lineares. Nicht lineare Optik. Das. Panzerung brauchen wir nachher wahrscheinlich auch noch. Ja, wir brauchen eigentlich alles, ne? Was macht das denn? Ein Gerät, das Start- und Kommunikationssignale eines Raumschiffes umwandelt, um den Transport von Materie und Daten zu ermöglichen. Raumschiffe, die in einem solchen Gerät mit einem solchen Gerät ausgestattet sind, können in Verbindung mit einem Exo-Anzug Produkte und Substanzen über weitere Distanzen schicken und erhalten. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Multiplayer, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Was haben wir denn hier noch? Exo-Fahrzeugforschung, ja. Multi-Werkzeugforschung. Mhm. Ja, Multi-Werkzeuge, ja. So viele Multi-Werkzeuge. Mache sie besser, schneller, mache mehr aus ihnen. Okay. Wollen wir nochmal schauen, was du so im Angebot hast. Wir haben zwar keine Kohle mehr, aber was haben wir da? Wellenform Wiederverwerter. Was? Scansystem, das mehr gebaut wird, damit sich das Gerät signifikant schneller auflädt. Okay, das ist nicht schlecht. Blitzwerfer, Minenlaser, fortgeschrittener Minenlaser. Optischer Bohrer. Hauchdünne Linsen werden in einer genau kalibrierten Matrix angeordnet, um den Minenlaser auf atomarer Ebene zu bündeln. Alles klar. Gut, dadurch werden unsere Gadgets nur ein bisschen stärker. Wollen wir nachher mal gucken, wenn wir wieder ein bisschen Nanit zur Verfügung haben. So. Warum geht er denn immer zur Anleitung? Gut, Artemis weiterhin helfen. Gut, machen wir. Übersetzer kalibrieren. Du kannst Wörter lernen, indem du mit außerirdischen Lebensformen sprichst oder ihre Ruinen und andere heilige Orte untersuchst. Außerirdische Lebensformen findest du in Raumstationen oder verschiedenen planetaren Gebäuden. Erkunde die Gegend, um Ruinen und andere uralte Denkmäler zu finden. So, Artemis hat... Gut, ich weiß nicht, ob diese Raumstation jetzt auch damit... Achso, stelle einen Übersetzer her. Mhm. Läuft. Machen wir das doch mal hier. Technologie. Artemis Übersetzer. Herstellen. Mikroprozessor. Wo kann ich hier Sachen kaufen? Bei dem konnte ich nur labern. Oh, bereit zum Installieren. Nomad Sky, aber... Achso, ist wahrscheinlich für die... ja, genau, stand da ja auch beim Laden des Spiels, dass die Online-Features im Moment nicht verfügbar sind aufgrund... Also es kommen echt noch verdammt viele Updates, muss ich jetzt mal so sagen. Nur eins pro Woche ist, glaube ich, in letzter Zeit normal. Finde ich cool, dass die Entwickler das Spiel jetzt ein bisschen zu spät, aber naja, sie haben ja das Beste daraus gemacht, wie ich finde. Also es macht Spaß. Spaß, Spaß. So. Voller war doch mal Gucker. 4 Sekunden. Alles klar. Gott, ey, wer baut denn so eine Raumstation? Gut. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Kabelbaum war es nicht, ne? Mikroprozessor, so. Wollen wir mal schauen, was wir hier so finden. So. Einmal landen, bitte. Wunderbar. Wollen wir mal gucken. Oh. Ja, top. Genial, genial. So. Ist... Was? 25.000 Schritte zurückgelegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, war doch ja, genau, Mikroprozessor. Ein Mikroprozessor. Kommt sofort. Kohlenstoff-Nanorohr. Natürlich. Wir haben zu wenig Kohle. Verkaufen.
Gold. Verkaufen. Silber können wir auch erstmal verkaufen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob wir es noch vielleicht für irgendwelche Sachen so als Leiter, als auch ja, ein Mikroprozessor gegäufelt. So. Herstellen. Läuft, wie ich finde. Oh, gut, dass wir das Kupfer nicht verkauft haben, ey. Gar nicht drauf geachtet. So. Wir haben einen Übersetzer und wollen einfach mal schauen. Sprich mit Aliens in Raumstationen, um deren Dialekte zu erlernen. Lerne Worte von uralten Ruinen und historischen Orten. Installiere einen automatischen Übersetzer in deinem Exo-Anzug, um Konversationen zu übersetzen. Kriegen wir hin. Moin. Krieger hat. Dieser Krieger scheint mit Bildern eines Exo-Fahrzeugs beschäftigt zu sein. Sie wurden wohl aus mehreren verschiedenen Quellen zusammengesetzt und geklebt. Wache Basal nickt voller Stolz. Die Lebensform zeigt mir einen Bildschirm mit Symbolen, die wohl jeweils für ein Konzept stehen, das ich erlernen könnte. Reisender Symbol. Ja, komm. So, wollen wir mal gucken hier. Kurze Frage, ist der Übersetzer jetzt ist installiert? So, gut. Also müssen wir ein. Da. Die sehen so putzig aus. Uli. Mit Geek. Aha. Als ich mich nähere, streckt mir Händler Sigila ein Datentablet entgegen und versprüht ein süßliches Parfüm aus seiner Geruchsdrüse. Es ist ja ekelhaft. Auf dem Bildschirm ist ein Bild des Geek mit irgendeiner Art kompliziertem Rangsystem zu sehen. Der berechnete Wert scheint nicht sehr hoch zu sein. Ja. Okay. Händler Sigila kreischt vor Aufregung. Die Lebensform zeigt mir ihr Datentablet, auf dem eine Liste mit Sprachsymbolen zu sehen ist. Freundschaftssymbol. Komm, wir sind Freunde. Mhm. 33% kalibriert. Alles klar. Wollen wir mit dir mal gucken? Beschäftigt Entität. Die metallische Lebensform richtet eins ihrer Visierlichter auf mich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie mir nur einen Teil ihrer Aufmerksamkeit gewährt. Gut, wollen wir hier auch nochmal ein Wörtchen lernen, ne? Scheint über meine intellektuelle Neugierde erfreut zu sein. Der Alien zeigt mir eine Auswahl an Symbolen, die ein Korvax-Wort repräsentieren, das ich erlernen könnte. Komm, wir nehmen einfach mal das erste. Immer noch 33%, das finde ich nicht cool. Hallo? 15 Worte gelernt. Läuft. Wir lernen schneller als ein Kleinkind. Das ist super. So, die Gehäuselichter in der Maske der elektronischen Lebensform scheinen hell. Sie lehnt sich zu mir und plötzlich brennt sich helle Blitze in meine Netzhaut. Was zur. Während das Nachbild abklingt, macht die Entität klar, dass sie bereit ist, mit mir zu kommunizieren. Sehr cool. Geologenentität Riansko? Was? Warum haben die alle so scheiße Namen? Korvax-Symbol nehmen wir mal. 66%. Läuft, wie ich finde, läuft. Guck mal, hier haben wir auch noch. Mit dem, warte mal, Händler Sigila? Haben wir mit dem nicht gerade geredet? Emorg. Mit dem haben wir noch nicht geredet. Der Kaufmann. Ganongek. Hilfst du was? Der Gag starrt in mein Helmvisier und passt seinen Schnabel klicken meinen Atemzügen an. Ich nehme an, dass ich mich dadurch willkommen fühlen soll. Nein, bei ihm habe ich schon was gelernt. Können wir hier auch noch was lernen? Ich räuspere mich und wärme meine Stimmbänder auf. Mir fallen mehrere Geek-Wörter ein. Es verblüfft, die Lebensform ist beeindruckt, dass ich dieses Wort kenne und dass ich es auch noch aussprechen kann. Ha! Cool. Hat mir nichts gebracht, ne? So, ihn hatten wir schon. Und ihn? Ich merke mir diese Namen nicht, ey. Es tut mir echt leid.
Hatten wir noch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Es tut mir leid, dass jetzt in dieser. Wir nehmen einfach mal. Nein, wir nehmen Technologiesymbol. Ist doch eine Technologierasse. So. Bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei. Sehr cool. Tut mir leid, dass ich jetzt dieser Folge hier einfach nur so ein bisschen rumlaber. Aber es gehört halt dazu. Es ist wichtig, dass wir uns hier jetzt. Ne? Neuer Geekrang, Kunde. Ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. So. Hier haben wir wieder die strahlende Säule. Ach ja. So. Kalibrieren des Übersetzers 100%. Finde eine Lebensform, um etwas über deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Keiner gesehen. Keiner gemerkt. Wir müssen noch mal weiterreden. So. Du siehst allwissend aus, mein Freund. Wo bin ich hier? Der Korvax richtet sich auf, als ich mich nähere. Er schickt begeistert ein paar Sonden in Richtung meines Exo-Anzugs und achtet genau auf meine Reaktion. Ich spüre. So, warte mal. Reisender Symbol, machen wir das? Unbekannt gelernt. Ja, das, falsch. So. Auch falsch. So. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternkarte markieren. Ach so, wir müssen. Auf dem Planeten. Okay. Habe ich jetzt falsch. Falsch verstanden. Aber, alles gut. Es ist mir egal. So. So. Einmal. Ey, das sieht ein bisschen aus wie die Erde, ne? Okay, vielleicht doch nicht. Da fehlt irgendwie das Wasser. Naja, mal gucken, ob wir irgendwas finden, was erdähnlich ist. Wäre natürlich cool. Da würde ich dann direkt meine Base hinpflanzen. Meine Basis, so. Meine Base. So. Ja, wie gesagt, das mit der letzten Folge tut mir echt leid, aber es war einfach nur das Gespräch mit Artemis und Ressourcen sammeln. Naja. Ist jetzt halt so. Ich habe auch schon versucht, wiederherzustellen, wie damals bei einem anderen Spiel, wo es auch geklappt hat. Ja. Hat hier jetzt nicht geklappt. Aber wir haben zum Glück nicht so viel verpasst. Lokales Handelszentrum, okay. So, mein Freund. Jikalin. Alter. So. Ioi. Bedeutungslosigkeit wird bei der Konvergenz nicht geduldet. Von Interesse habe ich aber nicht von Wert. Der Wirrwarr von Artemis Übersetzer zeigt mir, dass ich bei den Korvax noch keinen anderen hinterlassen habe. Ich muss meinen Rang verbessern. Wirklich. Komm. Ich will Eindruck hinterlassen. Mein Freund. Jojo. So, Interface, Entität, Robajewek, Brumm zustimmt. Die Lebensform zeigt mir ihr Datentablet, auf dem eine Liste mit Sprachsymbolen zu sehen ist. Technologiesymbol. Oh, ich habe das Wort für Technologie erlernt. Machen wir doch direkt mal hier, ne? Ja. Sprachfähigkeiten üben. Ich atme durch und versuche ein paar Korvax-Worte zu finden, die ich sicher aussprechen kann. Technologie! Als Reaktion auf dieses Wort begutachtet Interface, Entität, bla bla bla, meine Ausrüstung. Einen mitleidsvollen Blick, später erhalte ich ein Upgrade-Modul. Plasmawerfer. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. So, das ist der von gerade, ne? Ja, das ist der von gerade. Ich will keinen Plasmawerfer bauen. Also, ich würde gerne hier weitermachen. So. Okay. Mal gucken.
Hier wollen wir auch nochmal um Hilfe bitten. Huch. So, wollen wir nochmal mit ihm ein bisschen Sprachfähigkeiten üben. Dadurch müssten wir doch eigentlich technologisch eigentlich im Rang aufsteigen, oder? Im Ansehen. Scheint dieses Wort sehr zu gefallen. Die Lebensform nimmt offensichtlich an, dass ich fließend Korvac spreche und beginnt ein ausführliches Gespräch über meinen Anzug und mein Multiwerkzeug. Gut. Alles gut, hab alles verstanden. So, Ansehen um 1 verbessert. Joa. Datenspeicher. Ach so, gut, das ist einfach nur der... Navigationsdaten. Ich würde die, glaube ich, tatsächlich verkaufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch oder schlimm oder schlecht oder so. Warte mal, ein bisschen aufräumen hier kurz. Natriumnitrat. Natrium, das können wir nichts mitmachen. Wir können gar nichts machen. Ja. Technologie installieren. Ja. Hier auch nochmal. So, Technologie installieren. So. Das würde ich jetzt... Wer schreit denn hier so rum, Alter? Meine Fresse. Besucht. Ach, guck mal. Hab ich gar nicht gesehen. Da steht da sogar noch drunter. Ey, mein Freund. Ist Bock hier ein bisschen zu... Geh weg. Bisschen zu, Schnabak... Du weißt, was ich meine. Was? Nein. Nein, will ich nicht. Ich will reden lernen. Oder geht das vielleicht auch durch Handel? Also hier die Gegenstände von Lebensform kaufen. Ganz viel für Korvax-Gehäuse. Raumschiff-Starttreibstoff. Das finde ich gut. Das nehme ich mit. So. Das brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir noch? Ach so, sonst haben wir nichts. Ja, dann verkaufen. Irgendwas, was wir loswerden können. Zigarettenpulver. Ja, das ist, komm hier. So. Können wir mal ein bisschen, ne? Gucci. Hau rein. My friend. My good old friend. Bist du auch ein Händler? Physiker. Der will, glaube ich, nicht handeln, oder? Die Lichter im Gehäuse der elektronischen Lebensform scheinen sich zu verengen, während sie sich auf die Verhandlung vorbereitet. Sie deutet an, dass sie bereit ist, über den Tausch von Waren und für den Kauf ihres Raumschiffes. Weiß auch. Nee. Nee. Will ich nicht. Ich habe noch keine Kohle für den Kauf eines Raumschiffes. Ja, der will dann wahrscheinlich auch nur handeln. Den haben wir auch schon. Warte mal. Wollen wir hier gucken eben? Analysieren. So, das ist Schnellübertragung. Einmal zum Exo-Anzug. So, da hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Ach so, wir können auch direkt Startschubdüse aufladen. Läuft. So, das reicht erstmal. Aber wir können doch bestimmt auch verschiedene Wörter mit denen durchgehen, ne? Neue Wörter. Aha. Sprachfähigkeiten üben. Wissenschaftler-Entität Altu neigt den Kopf. Der Sprachanalysator des Aliens erwartet meine Eingabe. Ich erinnere mich an einige der Korvax-Wörter, die ich bereits gelernt habe. Konvergenz. Nein? Ich höre ein Surren im Inneren von Wissenschaftler-Entität Alchu. Als wäre ich nicht mehr anwesend, scheint die Lebensform nur noch über dieses Wort nachzudenken.
War das jetzt gut? Oder nicht? Scheiße. Es ist unglaublich, ey. So, Interface-Entität. Mein Freund. Wollen wir auch ein bisschen quatschen? So, ich atme durch und versuche ein. Blablabla. Kennen wir schon. Entität. Mein guter Entität. Schreckt zurück, als hätte die Lebensform Schmerzen. Hat das Visier kurz rot aufgeleuchtet? Was? Ah, geschafft? Geschafft. Das ist doch gut. So, ich würde sagen, wir reden jetzt noch einmal schnell hier. Also! Du blöder. Alles klar. Ich muss mal. Was? Hä? Oh, nee, ey. Gut, Leute, ich schätze mal, ich werde das neben den Folgen machen und nicht in den Folgen. Weil das doch ein bisschen langweilig und so ist. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich kann euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen, wenn es heißt, oder erstmal heißt, Artemis zu finden, seine Position zu finden, ne? Gut. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!